Hi, da bin ich wieder aus Portugal zurück, ganz gut angekommen und am Anfang muss ich direkt sagen, leider hat es nicht funktioniert, Content zu produzieren für die Xiaomi Uhr und die Xiaomi Earbuds. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das zeitlich vorgestellt habe, aber da kommt noch was auf jeden Fall. Heute geht es um Keyboards wieder und zwar um die Community. Ich möchte mich an der Stelle super, super herzlich bedanken bei dir, bei dir, weil du in der Community bist. Aber vielleicht doch dich animieren, doch in die Community dazuzukommen, wenn du noch nicht in der Community bist. Ich finde es grandios, wie viel Mehrwert innerhalb dieser Community produziert wird von Leuten, die ihre Erfahrungen teilen, ihre Fragen stellen, mit anderen kommunizieren, mit anderen darüber diskutieren, welche Keyboards, warum, wieso, weshalb für das eigene Gusto besser sind. Und das ist grandios. Daraus entstehen auch, und das ist Teil des Videos hier, andere Videos von Leuten, die vielleicht keine Content Creator sind, aber die hochwertige Videos darüber machen, wie sie ihre Tastaturen modden, verändern, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben, welche Switches sie und warum im Einsatz haben. Das ist grandios und vor allem finde ich das super. Vielen, vielen Dank an das Mitglied der Community, dass ich das Video hier teilen darf auf meinem Kanal und damit einfach nochmal zeigen kann, wie geil die Community ist. Vielen, vielen Dank dafür. Das Video, von dem ich es gerade hatte, seht ihr jetzt gleich im Anschluss und ich möchte noch ein Projekt weiter ankündigen und zwar haben wir auch sogar in Richtung Keycap Aufbewahrung Projekte am Laufen, wo wir Prototypen mit 3D-Druck machen und dann schauen, wie wir die Keycaps, die wir da alle so groß anpreisen, auch später aufbewahren können, wenn du mal 1, 2, 3, 4, 5 Sets hast. Manche Keycap-Sets kosten 160, 170 bis zu 200 Euro aufwärts. Unsere eigenen Sets sollen da drunter bleiben. Aber da gibt es halt so viel und so viele Sachen, die uns als Community noch dazu einfallen oder vielleicht helfen würden. Und genau das macht diese Community aus. Ich bin mega dankbar. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle für alle und für jeden, der sich an der Community beteiligt. Es kamen sogar jetzt schon Firmen rein, die um unseren Rat gefragt haben. Wir haben teilweise regelrecht Expertenmeinungen zu Produktseiten und sowas. Also es ist super, wie geil diese Community zusammenhält. Vielen, vielen Dank dafür und denk dran, deine Kommentare, Likes und sonst irgendwas unten in die Kommentare. Und jetzt weiter zu dem Video von meinem Community-Mitglied. Viel Spaß. Also, ich bin jetzt fertig mit meinen Mods. Hab jetzt alle Black Ink V2s geloopt und gefilmt und auch eingebaut. Hab jetzt zusätzlich noch den Tape-Mod gemacht, der meiner Meinung nach echt krass ist, was die Performance angeht. Also wenn man denkt, so ein bisschen Tape, was soll das ändern? Ich habe ja am Anfang gedacht, irgendwie die sind ein bisschen zu leise und dass ich die overlooped habe, aber jetzt sind die genau so rausgekommen, wie ich mir das gewünscht habe. Eine Sache bei der Q3 ist, aufgrund dessen, dass die ja im Grunde breiter ist als die Q1, und wir eine relativ große Fläche haben über den Cursor-Tasten, war die da noch ganz schön pingy. Also die anderen Bereiche im Gehäuse, die waren alle relativ gut mit dem Force Break Mod, der serienmäßig ja verbaut ist. Aber hier hinten war echt ultra pingy und das war so alles so bei den Umlauten und Enter-Taste, das war noch echt pingy. Und da habe ich jetzt so Filzstreifen benutzt, also relativ dünn auch. Ich hoffe, man kann das sehen. Und damit konnte ich das jetzt nicht ganz tot machen, aber zumindest so, dass es gut funktioniert. Ja, und jetzt zum Soundtest. Also bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Mal gucken, ob ich nochmal an die Steps gehe. Ich bin Serie eigentlich ganz zufrieden gewesen. Hab mir noch Duroc V2s bestellt. Schauen wir mal. Ne? Jetzt erstmal reicht's mir. Ein bisschen rattly ist er noch. Die anderen sind gut. Aber hier ist noch so ein bisschen.
ja, wie gesagt, schauen wir mal.